geht vor allem uns darum, auch die Eigentumsfrage aufzumachen. Also für uns ist ganz klar, Wohnen darf keine Ware sein. Das bedeutet, dass wir nicht möchten, dass für Wohnungen überhaupt Geld genommen wird. Das ist ein bedingungsloses Recht, was allen Menschen zustehen sollte. Jeder Mensch sollte einfach so eine Wohnung bekommen können. Und es kann nicht sein, dass jemand 200 Häuser besitzt und andere Leute gar keine Wohnung mehr finden. Es Armut gibt, es Wohnungslosigkeit gibt. Und für uns ist die Form des Besetzens einfach eine praktische Antwort auf die Wohnungsfrage. Und das bedeutet auch, dass wir quasi nicht nur das symbolisch machen, wir machen das nicht nur, damit wir irgendwie dann 3 Euro weniger bezahlen oder damit wir selber irgendwie ein Haus haben, sondern für uns ist es wichtig, dass es einen Wandel gibt, weg vom Kapitalismus, dass die Eigentumsfrage aufgemacht wird und dass wir gemeinsam auch Orte schaffen für Nachbarinnen zur Begegnung, unkommerzielle Orte. Wir wollen ja nicht, dass es weniger Miete gibt, wir wollen, dass es gar keine Miete mehr gibt und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also wie ich vorhin schon sagte, wir wollen nicht, dass es 3 Euro weniger gibt. Wir wollen keine Schönheitsreparaturen am Gesetz haben. Wir wollen einen kompletten Wandel weg vom Kapitalismus. Wir wollen eben, dass es nicht diese Form von Eigentum gibt. Wir wollen, dass die Häuser, die Straßen, die Kieze denen gehören, die da drin wohnen, die das auch brauchen, die hier vor Ort sind. Und wir wollen, dass alle Leute gemeinsam auch entscheiden können, was mit den Häusern passiert und nicht irgendjemand, der zum Beispiel in Luxemburg sitzt. Parteien und Parlamente können uns nicht helfen, einen Wandel zu erzielen. Für uns ist es wichtig, dass der Wandel von unten kommt. Also unsere Idee ist, dass es eine Selbstorganisierung von unten gibt. Das bedeutet, dass wir uns hier im Kiez zusammenfinden. Heute haben wir zum Beispiel hier eine Kiezversammlung ausgerufen. Und da werden wir darüber sprechen, wie wir hier den Kiez auch gestalten möchten und wie wir hier leben möchten.